Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Reinheit liegt, Vorteile überdenken. Dass nur ohne Frauen wir Priester wirklich rein sein können und unabgelenkt. Jeder Mensch ist ein Individuum und es gilt es. Aber auch wir schreiten voran. Wir sehen Frauen nicht mehr. Und deswegen Vorurteile belastet. Jedes Menschen. Frauen scheinen auch für uns in der Kirche mittlerweile Menschen zu sein. Das Recht hat, individuell behandelt zu werden. Und wir müssen sagen, dass wir in den letzten 2000 Jahre vielleicht ein paar Vorurteile gegenüber Frauen hatten. Und wer das nicht berücksichtigt, wird gnadenlos ausgeschlossen. Natürlich würden wir niemals so weit gehen und Frauen als Priesterin zuzulassen. Niemals! Wo sind wir denn hier? Wir lassen intolerantes Verhalten nicht zu. Aber wir reden.